Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Und wir werden jetzt erstmal zurück zu unserem Auftraggeber, zu unserer schönen Zufall der dunklen Bruderschaft gehen. Wir haben erfahren, wir sollen den Kaiser töten. Ja, da weiß ich jetzt gar nicht, ob wir das machen sollen schon. Vielleicht hat er ja auch noch ein paar Quests für uns. Ich weiß es gar nicht, weil wir sollen auf den Kaiserlichen beitreten. Ob das da jetzt irgendwas mit zu tun hat, keine Ahnung. Keine Ahnung, da muss ich mal einen Kumpel fragen. Der hat nämlich die dunkle Bruderschaft schon durchgespielt. Gut. Also, was nun? Generell Skyrim. Habt ihr euch mit diesem Mutier getroffen? Was wollte er? Und er wünscht, dass wir den Kaiser ermorden. Das ist nicht euer Ernst. Doch. Ja, hier. Was ist das? In dem Brief wird alles erklärt, das Amulett soll unsere Aufgaben kompensieren. Bei Cities, ihr meint es ernst. Den Kaiser von Tamriel töten. Die dunkle Bruderschaft hat seit der Ermordung von Pelagius nichts derartiges getan. Um genau zu sein, hat es seit dem Attentat auf Uriel Septim niemand mehr gewagt, einen Kaiser von Tamriel zu ermorden. Und das ist schon über 200 Jahre her. Die Mutter Nacht würde uns bestimmt nicht in die Irre führen. Nein, das würde sie ganz sicher nicht. Und aus welchem Grund auch immer, sie hat sich entschlossen, Mutiers Informationen an euch weiterzugeben. Ich bin mir nicht sicher, was hier genau vor sich geht. Ob ihr nun tatsächlich der Zuhörer seid, ob es sich um einen Zufall handelt oder etwas ganz anderes. Doch was wir nun vor uns haben... Wir nehmen den Auftrag also an. Und ob wir das werden. Wenn wir damit erfolgreich sind, wird die dunkle Bruderschaft wieder respektiert und gefürchtet sein, wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Glaubt ihr wirklich, ich würde eine Gelegenheit auslassen, meine Familie zu Ruhm und Ehre zu führen? Aber das ist mir alles etwas zu viel. Ich brauche Zeit, um den Brief zu lesen, zu überlegen, wie es weitergehen soll. Und dann dieses Amulett... Was denkt ihr? Ich denke, dass jemand dieses Amulett begutachten muss. Ich will wissen, woher es stammt, wie viel es wert ist und ob wir es tatsächlich verkaufen können. Und es gibt nur einen Mann, der uns in dieser Sache helfen kann. Delvin Mallory. Er ist ein Hehler, arbeitet nur für sich selbst. Er operiert vom Rattenweg aus in Rifton. Gebt mir den Brief. Bringt Mallory das Amulett. Findet so viel heraus, wie ihr könnt und verkauft es, wenn er daran interessiert ist. Er wird euch einen Bürgschaftsbrief anbieten. Das geht in Ordnung. Delvin Mallory und die dunkle Bruderschaft hatten bereits miteinander zu tun. Wir können ihm vertrauen. Okay. So, das mal machen. Die erste Hinterung im Rückgang der Kunst des Hützens muss bereit sein, für sie einzustehen mit Gold oder dann fäng ich darauf an. Na sicher doch. Pferd schon. Riften. Wir sollen noch riften, da wo wir eben waren. Dann gehen wir mal nach Riften rein. Du bist also auch ein Dunkelelf, als auch ein Mitglied der dunklen Bruderschaft, alles klar. So. Rattenweg, so mal gehen. Rattenweg. Rattenweg. Der ist hier unten irgendwo, da müssen wir runter. Ja, vorsichtig. Hui. Plumps. Hier raus. Da ist eine Treppe. So. Hier soll man rein. Rattenweg, the Red Way. Alles auf Englisch, keine Ahnung warum. Was? Ist da jemand? Hier drüben. Warum? Warum seid ihr denn böse? Wir sind verloren. Hat hier irgendwelche bösen Menschen? Darf.
Wer auch immer du bist, du werdest dich nicht mit mir anlegen sollen. Dann will ich nicht durch. Oh! Alter! Da jemand? Oh mein Gott! Ja, scheint die Faust. Alles klar. Raste mal. Oh. Ganz viele Fallen. So. Ich tauge nichts. Ja, du taugst nicht, also kannst du sterben. Ja. Hast gesehen, was ich gemacht habe? Was passiert mit solchen? Was? Retro Flash. Ich glaube, hier war ich mal, als ich Skyrim mal gespielt habe, vor langer Zeit war ich mal hier, glaube ich. Ja, ja, genau. Das war irgendwie die Diebesgilde, glaube ich. Hier ist die Diebesgilde, ne? Ja. Ich glaube schon. Mach keinen Ärger. Sonst gibt es Ärger. Okay. Ihr habt euch wohl verlaufen. Ihr macht euch lieber besser davon, solange ihr noch könnt. Der Rattenweg hat schon viele unwillkommene Besucher verschlungen. Mhm. Die dunkle Bruderschaft benötigt eure Dienste. Oh, ich verstehe. Nun... Und wie geht es Astrid denn so? Richtet ihr doch bitte aus, dass sie mal wieder vorbeischauen soll. Auf ein Miet, einfach mal wieder zum Plaudern. Aber darüber können wir ja später noch sprechen, ja? Was kann ich denn für die Bruderschaft tun? Was könnt ihr mir darüber sagen? Lasst mich mal sehen. Geben. Wo habt ihr das nur her? Nein, sagt nichts. Ich will es gar nicht wissen. Dies ist ein Amulett des kaiserlichen Ältestenrates. Sie werden speziell für jedes Mitglied hergestellt. Es ist ein kleines Vermögen wert. Nichts, was man einfach so hergeben würde. Passt auf. Es ist nicht meine Aufgabe, der dunklen Bruderschaft zu erklären, wie sie ihre Geschäfte führen soll. Aber wenn ihr ein Mitglied des Ältestenrates getötet habt, dann... Wollt ihr es kaufen? Kaufen? Das... Ein Amulett des Ältestenrates. Oh ja, natürlich. Einen Augenblick bitte. Hier, das ist ein Bürgschaftsbrief. Nur Astrid kann ihn nutzen, für alle Dienstleistungen oder Gegenstände, die ich anbieten kann. Das entspricht unserer normalen Abmachung. Bringt ihn eurer reizenden Auftraggeberin. Mit meinen besten Grüßen. Alles klar. Dankeschön. Unsere reizenden Auftraggeberin. Alles klar. Also mal gucken. Ach, guck mal, dann können wir das Ding hier mal runter machen. Dann können wir jetzt hier rüberlaufen. Hier lang laufen. Hier lang laufen. Na, sind wir draußen. Aha. Öffne Riften. Dann ausschriften können wir jetzt schon schnell reisen. Ja, können wir. Ja. Ist eigentlich ziemlich schade, dass man nur noch schnell reist jetzt. Aber ganz im Ernst, die Welt von Skyrim ist so riesig. Da habe ich keinen Bock immer zu reiten. Das würde ja Stunden dauern. Da wären wir in 10 Jahren noch nicht fertig. Vor allem würden wir die Orte meistens dann immer, wenn wir irgendwie falsch abbiegen oder was auch immer. Ihr seid zurück, gut. Ja. Nun, was hat Mallory gesagt? Ist das Amulett echt? Ja, und extra für die Mitglieder des Ältestenrats hergestellt. Der Ältestenrat? Das erklärt natürlich so einiges. Mutier, ihr böser, böser Junge.
einfach so die dunkle Bruderschaft anzuheuern, um die eigene Position zu verbessern. Einfach köstlich. War Mallory bereit, das Amulett zu kaufen? War... Hier ist der Bürgerschaftsbrief. Wunderbar. Dann können wir beginnen. Oder besser gesagt, dann könnt ihr beginnen. Schließlich hat die Mutter der Nacht ja auch mit euch gesprochen. Hoffentlich habt ihr etwas Schönes zum Anziehen. Ihr geht nämlich zu einer Hochzeit. Hm? Eine Hochzeit? Nun, eigentlich eher ein öffentlicher Empfang. Das dürfte äußerst reizvoll werden. Ihr werdet euch unter die Gäste mischen. Etwas Kuchen essen, die Braut erstechen. Oh ja, ihr müsst die Braut ermorden. Auf ihre Hochzeit. Da soll noch einer sagen, es gäbe keine Romantik mehr. Gut geredet. Sagt mir einfach, wen ich umbringen soll. Nun denn. Das Ziel heißt Vittoria Vicky. Sie leitet die Geschäfte der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft in Einsamkeit. Die Hochzeit wird in dieser Stadt abgehalten, im Tempel der Göttlichen. Ihr Tod wird einen großen Aufruhr verursachen und genau das wollen wir auch. Vergesst nicht, dass ihr Aufsehen erregen sollt. Tötet Vicky, wenn sie sich an ihre Gäste wendet, wie es der Brauch will. Dann verspreche ich euch einen Bonus. Geht ein jetzt. Bonus? Und gebt der Braut einen ganz besonderen Kuss von mir. Vertretet uns gut, Bruder. Okay. Wer wegen eines Schockmeldung in Bruderschaft hören möchte, muss zuerst der schwarze Kommand vorziehen. Ein altes Ritual. Ja. Einsamkeit. Ja. Was sollen wir denn anziehen? Können wir nicht einfach so gehen? Komm, ich denke mal, wir können einfach so gehen, oder? Vor allem noch mit Barbas. Ich bin nicht interessiert, Jari. Ganz egal, wie auf dir fragt. Das solltet ihr nochmal überdenken. Ihr verpasst da ein paar Wie wir hier Bogen schießen üben? Ja. Typisches kaiserliches Geschwafel. Ihr redet über Himmelsrand, als würdet ihr das Land kennen. Konzentriert seine Einwohner kennen. Das Schlachtfeld steckt voller Ihr kommt aus Tirol. Ignoriert sie. Richtet euer Augenmerk auf eure Ziele. Ah. Muss da rein. Ach, hier. Die Sturmmäntel sich weigern, die Autorität der Kaiserlichen anzuerkennen. Sie sind Aufrührer. Nein, Verräter. Und als die Elfen in euer geliebtes Tirodi-Il einmarschierten... Gehen wir mal da rein. Ich möchte da oben auf diese Mauer, auf dieses Mauerstück, um da aus die Port zu ermorden. Der Segen der 8 Götter sei mit euch. Wie kann ich euch helfen? Komme ich von da hin irgendwo? Mal sehen. Ich hoffe mal, ich bin versteckt. Oh, was machen die denn jetzt? Wo sind die denn jetzt? Verehrte Gäste, vergnügt ihr euch alle? Bitte esst, trinkt und tanzt an diesem schönsten aller Tage. Kriege, Drachen. Derzeit scheint das Grauen überall zu lauern. Doch bitte lasst hier und heute eure Sorgen fahren. Vergnügt euch. Ihr alle habt diese Hochzeit zu einem besonderen Ereignis gemacht. All meine Träume wurden wahr. Ich danke euch, euch allen.
Mann, was soll man denn anziehen? Können wir nicht einfach das hier? Sitzt sie da unten wieder. Kann ich hier hoch auf den Turm? Sehe ich von da aus was? Nee, kann ich nicht hoch. Oh mein Gott. Wo gehen die jetzt hin? Gehen die wieder hoch? Aber ich verzeihe. Gute Freunde und Nachbarn. Mein Mann Asgeier und ich möchten euch danken. Für euren Besuch und vor allem dafür, dass ihr die Liebe... Jemand muss etwas unternehmen. Vittoria! Nein! Bitte, jemand muss etwas unternehmen. Nein. Nein. Die Braut wurde ermordet. So hilft doch jemand! Wer ist das? Astrid hat mich angewiesen, ein Auge auf euch zu haben. Sie meinte, ihr könntet Hilfe gebrauchen, wenn das Chaos ausbricht. Ich versuche, sie so gut wie möglich aufzuhalten. Geht ihr zurück zur Zuflucht. Was war das? Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ja, hier. Kluger Mann! Ich finde euch schon noch. Aber trotzdem tut er jetzt hier alle abschlachten, oder was? Ach du Scheiße. Egal, wir sollen ja zu Astrid. Zu Astrid, 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 Astrid. Also ich fand's eigentlich ein ganz guter Mord. Ich meine, wie hätte man das denn sonst machen sollen? Irgendwie die vergiften? Ich weiß auch, die sind ja immer noch mal hoch und runter gegangen, ne? Vielleicht in diesem Zwischengang einfach beide ermorden? Vielleicht wäre da ja keiner gewesen. Die Kunde ist in aller Munde. Vittoria Vicky, die Cousine des Kaisers, wurde auf ihrer eigenen Hochzeit ermordet. Tja. Gut gemacht. Wollen wir mal sehen, wie seine Eminenz das ignoriert. Sie hat gebügelt wie eine abgestochene Sau, ey. Ja, die strahlende Braut dient nun, sie ist in die Leere. Mit dem Mord an Vicky habt ihr uns auf einen Weg gebracht, den die dunkle Bruderschaft schon seit Jahrhunderten nicht mehr gegangen ist. Die Ermordung eines Kaisers. Und nun zu eurer Belohnung. Ein einzigartiger Zauber, mit dem ihr eine Legende der dunklen Bruderschaft beschwören könnt. Seine Seele dient uns im Tod, wie uns sein Körper zu Lebzeiten diente. Ach ja, und natürlich erhaltet ihr einen Bonus dafür, dass ihr euch an die Anweisung gehalten habt, Vicky beim Sprechen zu ihren Gästen zu töten. Gold, schlicht und einfach. Gebt es aus, wofür ihr wollt. Nun denn, stimmt. Es ist Zeit, zur nächsten Phase des Plans überzugehen. Sprecht mit Gabriella. Sie hat mir bei der Vorbereitung eures nächsten Auftrags geholfen. Bis dass der Tod euch scheidet. schöne Errungenschaft. Sprech mit Gabriella. Alles klar, dann holen wir uns jetzt noch den Auftrag von ihr. Lieber Bruder,
Ich habe auf euch gewartet. Ja, euer nächster Auftrag wartet, wie Astrid sicher bereits angedeutet hat. Wir lauten ins Leiten. Da die Ankunft des Kaisers in Himmelsrand jetzt feststeht, wird sein Sicherheitsdienst, der Penitus Oculatus, sofort mit seinen Vorbereitungen beginnen müssen. Für die Sicherheit ist ein gewisser Kommandant Maro zuständig. Astrid und ich haben einen Plan ersonnen, um den Mann zu brechen und so den Schutz des Kaisers zu schwächen. Ihr sollt den Sohn des Kommandanten, Gaius Maro, ermorden und bei seiner Leiche falsche Beweise hinterlassen, die ihn mit einem geplanten Attentat auf den Kaiser in Verbindung bringen. Okay. Er ist fest entschlossen, den Außenposten des Penitus Oculatus in Drachenbrügge zu verlassen und die Sicherheitsvorkehrungen jeder Stadt in Himmelsrand zu inspizieren. Geht jetzt dorthin. Beobachtet Gaius Marus Abreise und folgt ihm. Legt ihm einen Hinterhalt in einer der Städte und schickt seine Seele zu Cities. Sobald er tot ist, versteckt den belastenden Brief bei seiner Leiche und überlasst den Rest dem Schicksal. Ah, und eine letzte Sache noch. Ja. Wenn ihr euch euren Bonus verdienen wollt, dann tötet Gaius Maro nicht in Drachenbrügge oder auf der Straße. Tötet ihn in einer der größeren Städte, die er besuchen wird. Dort wird die Leiche schnell entdeckt werden. Ebenso wie der Brief, der Gaius Maro mit der Verschwörung zur Ermordung des Kaisers in Verbindung bringen wird. Wenn ihr das tut, werde ich euch in Astrids Namen einen eher einzigartigen Bonus zahlen. Es ist ein besonderes Zeichen, dass ihr Olava der Schwachen in Weißlauf überreichen sollt. Olava ist eine alte und liebe Freundin und eine mächtige Seherin. Das Zeichen berechtigt euch zu einem Blick in eure Zukunft. Diese Gelegenheit solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Wandelt im Schatten von Gaius Maro und überbringt ihm das Urteil von Cities. Steht Gaius Maros Reiseplan, was? Wie mit Gabriela, töte Gaius Maros, optional. Dem ihr ermordet habt, solltet ihr seinen Brief unterschieben. Wie möchtet ihr dafür ihn in den Drachenbürger noch auf der Straße töten, dann in der Straße, die ihr besucht. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ciao!